Grüß Gott, ich will einen Haul machen. Wie immer, kennt ihr ja von mir. Das geht weg. Einen New Yorker Haul. Ja, natürlich nur Klamotten. Eigentlich auch meistens nur für die Arbeit. Ich glaube nur zwei Sachen, die für mich zu Hause sind. Die zeige ich euch zuerst, weil die sehe ich als erster gerade. Einmal diese schöne Bluse. Die habe ich mir für die Schulungen eigentlich gekauft. Oder auch für, wenn ich fortgehe oder so. 14,95. Mir hat die so gut gefallen. Eigentlich wollte ich sie ja in schwarz zuerst haben, weil das hier offen ist. Aber in der Arbeit darf ich das sicher eh nicht tragen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann, du stehst eh so auf Rot in letzter Zeit. Und das hat der Jan gesagt, passt mir ein bisschen besser als das Schwarze. Und deswegen habe ich mir dann das genommen. Ja, dann habe ich hier ein T-Shirt in Weinrot. Man sieht das nicht, aber wenn man das Schwarze dran hält, sieht man es, naja, nicht wirklich. Es ist aber Weinrot, versprochen. Mir hat das so gut gefallen und die T-Shirts waren relativ günstig. Ich habe mal ganz viele mitgenommen. 2,95 hat da eins gekostet. Ich hoffe nur, dass die beim Waschen nicht so schnell eingehen. Das habe ich nämlich immer das Problem, dass die beim Waschen immer sehr, sehr schnell eingehen. Da habt ihr zum Beispiel jetzt noch eins in schwarz, was man nicht erkennen kann. Das soll eins in schwarz sein. Das ist auch noch eins in schwarz. So. So sieht es aus. Ich finde das auch gut, dass die ein bisschen so stretchy, wenn ich das richtig ausspreche. Ja, 4 oder 5 habe ich mir, glaube ich, in schwarz genommen. Ich brauche die halt wirklich jedes Mal in der Arbeit. Und 2,95, da kann man eigentlich nichts sagen. Und ich habe nirgendwo anders welche gefunden. In keinem anderen Geschäft habe ich welche gefunden. Schwarze Hosen hätte ich nämlich auch gebraucht, weil meine zwei sind ziemlich eklig, weil ich die schon so lange habe und halt öfter waschen muss. Aber ich habe leider keine gefunden. Dann habe ich mir noch eine Bluse genommen um 16,95. Sieht so aus. Die hat auch so Zipverschlüsse. Kannst du das sehen? Ja, jetzt geht es natürlich nicht zu. So. Die finde ich echt schön. Ich weiß gar nicht, ob ich die so oft für die Arbeit tragen werde. Weil ich habe mir meine zwei Pullover, die so verkreuzt sind, komplett ruiniert durch dieses ständige Waschen. Dann habe ich hier auch so einen Pullover, so was ähnliches, was ich jetzt dann habe, aber nur mit längeren Ärmeln. Nur war der, glaube ich, um ja, 9,95. Der ist auch ein bisschen durchsichtiger. Ich glaube, das sieht. Oh ja, man sieht es ein bisschen. Aber wenn ich so ein T-Shirt drunter trage, ist das schon okay. Finde ich, für die Arbeit reicht das. Das wird eh so schnell kaputt, die Sachen. Das macht mich immer voll traurig, weil die Sachen immer so schnell kaputt werden. Dann habe ich sowas ähnliches, auch um 6,95. Das ist aber nicht so blickdicht. Seht ihr das? Das ist wieder sowas ähnliches, was ich jetzt dann habe. Sieht so aus. Und ist ganz schön lang, was ich sowieso mag. Weil ich mag das viel, viel lieber, wenn die Sachen länger sind. 6,95 kosten die. Aber das, was ich jetzt anhabe, das habe ich vom Vögele und nicht vom New Yorker. Nur gab es die leider dort nicht mehr. Und Gott sei Dank hatte der New Yorker solche ähnlichen. Wir sind schon beim letzten. Das ging sehr schnell. Die Bluse hat 9,95 gekostet. Und die Sachen, wie gesagt, brauche ich wirklich für die Arbeit, weil ich habe gar nichts mehr. Also ich muss ein paar T-Shirts aussortieren, wo Make-up Factory draufsteht. Ein paar sind richtig kaputt und hässlich. Also ja, das, also die Bluse sieht so aus. Obwohl ich solche gar nicht mehr so gern trage, sage ich ganz ehrlich. Aber die hat 9,95 gekostet. Und ich werde sie jetzt mal probieren, wie sie ist für die Arbeit. Und notfalls halber hole ich mir dann noch eine. Wenn sie wirklich so gut sind, wie ich mir denke. Ja, das war's eigentlich wieder. Das ging relativ schnell, sorry dafür. Aber es ist halt nicht wirklich viel gewesen. Es war wirklich nur für die Arbeit hauptsächlich. Ich habe auch ganz schön viel Geld dort lassen. Also die Rechnung muss ich mir aufheben. Das war ein ziemlich teurer Einkauf. Und zwar hat der Einkauf... Naja, ihr könnt es ja auch selber zusammenrechnen. Ich will das gar nicht laut aussprechen. Aber wie gesagt, ich habe es gebraucht für die Arbeit dringend. Außer die zwei anderen roten Sachen. Aber ich habe es wirklich dringend gebraucht für die Arbeit. Dein Ernst, Buggy? Leider sieht man ihn nicht. Er ist da mit seiner Keule im Mund. Er wird sicher rechnen, dass ich zu Hause bleibe. Aber nein, ich muss leider arbeiten. Ja, bevor das Video noch länger wird, jetzt könnt ihr ihn sehen. Sparky! Sparky! Mit seiner Keule. Jetzt will er sie auch noch vergraben. Ja, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen kurz ist. Ich werde mir jetzt ein bisschen mehr Mühe geben müssen mit Videos vordrehen, weil jetzt bald die Weihnachtszeit anfängt. Und ihr wisst ja, wie stressig die Weihnachtszeit ist im Verkauf. Und ja, das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!